Hi Chefs, willkommen zurück zu Splinter Cell. Ja, wir haben ja alles jetzt fertig. Ja, leider. Alles. Ging sehr schnell. Wir hatten jetzt ein bisschen Pause zwischen der letzten Session und dieser hier. Und diese Session bestand bisher nur aus der letzten Mission, dann war's das. Und die war irgendwie ein bisschen unbefriedigend leider dafür. Ja, fand ich auch. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass nochmal was kommt. Dass wir noch eine Sache zusammen durchbrechen müssen und dann noch irgendwie was, wo wir alles weghauen und dann eine Videosequenz und dann, oh, schön, danke, dass ihr mitgespielt habt. Weil alle wir weg. Haben ja auch das Achievement gekriegt, ultimativer Test. Ja, das war gar nicht so schwer. Nee. Ich fand das Hackerversteck war viel interessanter. War viel schwieriger. Oder das Schiff, ne, so dieser Schiffsfriedhof da mit den Schildtypen am Anfang. Genau. Naja, was machen wir denn heute, Bruger? Ich würde sagen, wir erfüllen unser Versprechen. Hochurteilig. Machen wir nochmal 1-2 Ründchen Spione gegen Mercs oder Mercs gegen Spione, je nachdem. Jo. Aber ich glaube, wir sollten uns erst noch ein bisschen was dafür einkaufen, Medi, weil sonst wird's schwer, ne? Was sollen wir nur einkaufen? Spione und Söldner kannst du dir noch Outfits kaufen und Zusätze. Würde ich machen. Okay. Da du jetzt ja die fette Kohle gebunkert hast. Also ich habe zum Beispiel hier Raubtier, Datenspeer und Saboteur habe ich mir freigeschaltet. Ja, habe ich auch. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Und sonst müsste ich da irgendwelche Tokens haben. Ja gut, Spion 1, 2 und 3 geht ja nicht. Ich glaube, ich nehme Saboteur, oder? Ja, Datenspeer. Ich bin halt Raubtier hier. Machst du Raubtier? Ja. Dann würde ich vielleicht Datenspeer machen, weil der ist schnell und... Was hast denn du? Panzerung, ID-Störung, ja, ID-Störung, Geräuschverringerung, Gasabwehr, was hab ich? Beschleunigter Sprint, FFD-Störung, Orientierung im Raum, Panzer. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall ein bisschen unterschiedliches Zeug nehmen, oder? Ja, deswegen nehme ich ja auch dieses, was ich gerade gesagt habe. Nämlich Datenspeer. So, ach, kann man gar nicht auswählen, was habe ich denn bei Söldner noch? Friedensstifter, Jäger, Disruptor. So, Sommer? Ja, mach. Muss mich, schnelles Match. Für deine Freunde und dich. Suche jetzt nach einem Match. Ja, ich glaube, ich muss suchen. Ein Trainingsgelände? Ja, ist mir eigentlich egal. Hier, komm, SGS. Klassisch! Aber ich sei gesagt, wir werden das jetzt nicht zum Dauerprojekt machen. Das werden wir einmal anspielen, das ist gut. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich zweimal richtig fett auf die Schnauze kriegen. Kriegen wir auch. Also zweimal. Wir haben gesagt, einmal sind wir Spione und einmal sind wir Söldner. Und dann schauen wir mal. Wir kriegen sowieso auf die Schnauze. Uranmine, oh. Da war es doch spannend. Das war nämlich das mit den Raketen, ne? Oder? Mhm. Uranmine? Weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hosten kann. Muss man da irgendwelche Ports freigeben? Ich glaub's nicht. Das ist alles über Ubisoft-Server. Uplay. Ich glaube nur, wenn die sehen, dass wir einen Clan-Tag haben, dann lachen die uns sowieso aus, weil wir verlieren nur auch so hoch. Da siehst du. Gegen Okt und Naturi. Kann ich ja, die jucken? Haben nicht so große Ränge wie wir hier, komm. Die lachen sich doch jetzt schon ins Fäustchen. Wahrscheinlich musste... Ja, ne? Was müssen wir eigentlich machen hier? Ich habe mir das gar nicht angeguckt. Wahrscheinlich müssen wir drei Orte irgendwie ausspionieren und da Sender platzieren. Das war zumindest in Zwoten so. Da habe ich ja mit Freunden gespielt, mit Söldnern. Also zwei waren Söldner und da waren wir im Ventrilo, zwei waren in einem anderen Kanal. War schon richtig gut, aber... Naja... Ich war nie besonders gut darin. Okay. Oh, was nehme ich jetzt? Söldner? Spawn als Söldner? Ich wollte eigentlich Spion, aber ist gut. Wieso bin ich klassischer Söldner? Ich habe doch extra Sachen gekauft. Ja, ist mir jetzt auch egal. Komm, lass mal machen. Hey, guck mal hier. Ah, du blendest mich. Wir müssen auf jeden Fall verteidigen. Warte mal, Näherungsmine habe ich hier. Oh, man kann auch irgendwo raufklettern, ne? By the way. Die hacken was, Maddie. Ja. Wo hacken die was? Ich sehe das nicht. Da ist einer. Wo? Hier bei mir, da wo ich so baller. Hab ihn. Ja, da. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Nee, du bist nur betäubt. Die sterben richtig. Wir können nicht sterben, Maddie. Respawn in 5, 4, 3, 2, 1. Los! 1, 2, super. Ey, warum hackt denn der das? Ich bin noch die ganze Zeit da. Wie hackt der das denn, Maddie? Das ist ein Schwein, der hat an. Ja, aber echt?
feindlicher Datenzugriff bei 50%. Stopp die Hacker. Das ist wahrscheinlich wie King of the Hill. Das heißt, wenn er hier ist, das reicht dann schon. Ja, aber wo ist der? Töte den Hacker in der Zone. Ja, moin. Ja, wo denn? Wie macht er das, Maddie? Ich weiß es nicht. Hast du schon wieder einen? Nö. Das sieht aus, als wenn hier einer stehen würde, aber ich glaube... Sag mal. Wo ist der denn? Der hat ein EMP gedrückt. Na, der hat mich... der hat mich gemessert, hier unten. Geh weg! Stopp den Hacker! Hast du, hier unten war der. Der kann mich einfach messern, moin! Jawohl, was denn? Weiß nicht. Ja, wie? Eins weniger. Passt bei den anderen besser auf. Ich verstehe nicht, wie die das hacken können, wenn... Was? Warum ich dachte nicht? Nämlich, die müssen an dem Terminal bleiben, aber es reicht ja, wenn sie nur in der Nähe rumstehen. Uns wurden Hacker gemeldet. Ja, ich dachte auch, dass sie da irgendwas dran machen müssen, aber müssen sie wohl gar nicht. Scheinbar, die stellen sich da... Oh. Ah! Was? Hab ich mich jetzt erschrocken? Leute bei Station C. Sie wird erobert. Ey, ernsthaft? Wie machen die das, Maddie? Ich weiß es nicht. Die werden es wohl raus haben. Aber ich hätte auch viel, viel lieber Spione gespielt als hier. Ja gut, da hätten wir wahrscheinlich noch mehr auf die Schnauze gekriegt. Würde ich gar nicht mehr sagen. Meinst du? Ich glaube, als Spion warst du schon ein bisschen... Wo ist der? Überleg mal, wir sind ja dick gepanzert, wir sind langsam. Ja, aber wie... Doof. Ich meine, wie können die das hacken, wenn die nicht mal in der Nähe sind von dem Teil? Wo ist der? Die können das einfach. Die machen das einfach. Ich finde das doof, Maddie. Ja, das ist... Das macht nicht wirklich Spaß. Da gebe ich dir... Boah, ich hatte ihn hier betäubt. Nein! Schon wieder dieser Otk... Dieser... Hast du gesehen, oder? Dieser Otaku? Nein. Nein, nicht der Otaku, das bin ja ich. OTK, bla. Hier ist der. Der muss irgendwo oben sein. Spawn bestätigen. Warum muss ich den Spawn bestätigen? Wie doof ist das denn? Wenn man sprintet, hat man auch keine Taschenlampe. Finde ich saudämlich. Nein. Ich sehe den Schnitzelschläger hier gerade gar nicht. Ja. Da ist er weg! Oh, ah, du hast verteidigt. Sauber. Oh, sau. Hier ist noch einer irgendwo. Ich habe ihn zumindest schießen gehört, ja. Er hat sich auch anders vorgestellt, denke ich mal. Der Schnitzelbieger, wo ist er? Da kommt immer einer, der schießt die ganze Zeit auf mich. Hacker im Einsatzgebiet. Macht sie kalt. Sauber. Ich krieg die ganze Zeit so ein Geschoss hier ab. Aber ich weiß nicht von wo. Ich bin jetzt gerade EMP. Hab ich gekriegt. Wo ist er? Ich höre ihn die ganze Zeit, aber ich sehe ihn auch nicht. Gibt's doch nicht, Freude. Wo bist du, Kartoffelkorb? Kriegst du mich? Leg mal eine Mine hier hin. Ja, da oben links in der Tür ist der irgendwo. Ich sehe jemanden. Auf meiner Minimap. Also auf meinem Radar, eher gesagt. Wenn ich nicht hier bin... Bin ich auf dem Sonnendeck, ich hab ihn. Das ist dieser OTK, der ist richtig gut, glaube ich. Mhm. Der hat das so ein bisschen raus hier. Ja. Aber ich habe ihn gerade trotzdem gekriegt. Der andere ist, glaube ich, mehr so wie wir. Der hat auch nicht so wirklich einen Plan. Das ist sehr schön. Ey, ernsthaft? Von wo ist der? Der hackt das Teil irgendwo. Hast du ihn? Ich kämpfe gerade gegen ihn, aber ich bin gerade ziemlich doof im Zielen. Komm hoch. Aber spring ihn um! Oh, ich bin geschockt von irgendwas. Datenzugriff unterbrochen. Ahaha. Okay, Hack neutralisiert, das heißt, er war der Einzige hier gerade. Na? Wir müssen es nur noch zurücksetzen hier. 5, 4, 3, 2, 1 und besau! Zugriff auf Datenterminal ist möglich. Der ich höre die ganze Zeit irgendwas hier flackern, die machen da was. Da schon wieder? Ja, ich seh ihn, er ist hinter dieser Wand. Wo bist du eigentlich? Er geht ja gerade die Treppe runter. Der kleine...
Schnitzelbieger hier. Ich sehe ihn, der ist direkt vor mir. Und ist meine Mine reingerannt. Der andere. Wunderschön, Bruger. Wunderschön. Ja, das sagen wir jetzt noch. Nachher kriegen wir selber aufs Maul und wissen nicht, was wir machen sollen. Richtig. Komm, 3,5 Minuten noch. Ich versuche uns wahrscheinlich wieder bei C, wette ich mit dir. Natürlich. Aber wir kriegen das ja mit, wenn die es versuchen. Ich kann auch das Licht selber ausschießen übrigens, ne? Ja, aber das bringt uns ja nichts. Terminal C wird angegriffen. Der hat ja gut, das verbirgt uns ja auch ein bisschen, das Licht dann, ne? Dafür haben die aber diesen Sonarscheiß und was nicht alles. Die haben das ja nicht immer an, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ein Profi spielt. Ich glaube nicht, dass die Profis sind. Wow, mich hat einer geschockt hier unten. Nein, nein, nein. Oh. Der hat mich. Ja, genau da, wo du hinschießt, da ist er. Ja, ich habe mich auch ein bisschen getroffen, aber... Die schaffen es nicht, die haben nur noch 2 Minuten 45, komm. Der mit seinem Karambit, ne? Das ist feige, ist das. Genau. Ach so, man muss das nur einmal anklicken, den Respawn, dann kommt man halt wieder rein in der Zeit. Das töte den Hacker in Zone C. Hast du nicht? Nee, ich finde ihn nicht. Hier ist er. Wo ist denn der hin? Ich habe einen umgebracht. Alter. Ja, der OTK ist hier noch irgendwo. Was ist die Sau? Ich sehe hier gar nichts, Maddie. Nein! Hier ist er, bei mir. Wo bist du denn? Der hat mich schon wieder im Messer. Die betäuben mich und töten mich dann. Na, kriegst du ihn? Ich weiß es nicht. Nein. Gleich haben sie es. Wo ist denn der jetzt hin? Die haben's. Ich weiß es nicht. Da. Die anderen sind verloren. Auf einmal war er weg. Das ist ein Saukorb ist das. Sollte es nur noch B, Maddie. Unsere Terminals sind aktiv. Feind im Operationsgebiet. Komm, 1,5 Minuten jetzt. Da kommt von hinten einer. Hab ihn. Man hätte voll laut rumstampfen, ne? Ja. Hab ich ihn? Mein Hart ist gerade ausgeblendet. Ich glaube nicht. Doch, ich habe ihn. OTK habe ich. Das war er. Komm, Bruder, 1 Minute noch. Letzte Minute. Die haben Armbrüste, ne? Also diese Schockarmbrust haben die auch. Ja. Oh, Maddy, du blendest mich voll, ne? Mach mal das Licht bitte aus. Da ist er. Ja, die... Die laggen sich hier auch gerade so ein bisschen durch, finde ich. Was? Der hat dich, die Sau. Mhm. Oh! Nein, nein, nein. Jemand muss sich um den Hacker an Terminal B kümmern. Das gibt's doch nicht. Nein! Warum kann er mich so schnell schlitzen? Das gibt's doch nicht. Maddy! Komm, das müssen wir noch schaffen. Ja, aber ich bitte drum. Ich glaube, die schaffen es auch von der Zeit her gar nicht mehr. Nö. Es sei denn, die läuft dann weiter, so wie... Ja, so verlängerungsmäßig, weißt? Noch 10 Sekunden, Jungs! Noch 10 Sekunden, Jungs! Ja komm, jetzt ist Augenblick der Wahrheit hier. Und vorbei. Verlängerung, setzt nach. Ja, ja am Arsch Verlängerung hier! Einen habe ich. Achso? Ja. Nice, Maddie, komm nice, komm schnell. Entschlüsselung unterbrochen. Gut gemacht. Ich glaube, wenn wir es jetzt wieder einnehmen, dann haben sie es vergeigt. Ja. 3, 2, 1. Oh, da das. Oh, was, Halbzeit? Ach, jetzt sind wir dran wahrscheinlich mit Bion spielen. Ah, okay. Schön. Alter. Oh, das ist aber spannend. Moin, Clan. Wieso hast du einen Clan-Rang mehr? Weil du mehr umgebracht hast, ne? Ich war jetzt mal ruhig, weil mein Lautsprecher war irgendwie an. Ich habe aber Push-to-Talk gar nicht belegt. Ich will nicht als klassischer Spion. Ich auch nicht, aber irgendwie geht das nicht anders.
Na komm. Findet und taggt die Terminals im Einsatzgebiet. Anwendung tödlicher Gewalt genehmigt. So, wo gehen wir als erstes hin? Weiß nicht. Gott, ich sehe gar nichts. Oh, die Nachtsicht ist ja viel besser, Maddie. Ja, die geht direkt. Was habe ich denn jetzt für eine... Ich weiß gar nicht, was für eine Waffe, für eine Munitionsart ich ausgerüstet habe. Ich auch nicht. Das ist mal C, oder? Mhm. Ah, man muss das gedrückt halten, bis der... Okay. Okay, lass uns jetzt mal ganz schnell zu B. Oder? Nee, das funktioniert wir hier, gar nicht. Wir müssen hier drin bleiben, weißt du? Mhm. Man kann nicht zwei gleichzeitig antriggern. Ja. Okay, warte. Oh nein. Oh, ein bisschen tot. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, oh. Hack gestoppt, strengt euch an. Das ist echt schwer hier. Strengt euch mehr an. Willst du woanders hingehen? Nee, gehen wir mal zu C. Holen wir uns. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr so schnell da hinzukommen. Oh. Alter! Ich habe ihn gerade aus seiner Sicht gesehen, wie er vor dir stand. Ja, ich wurde einfach geblendet und dann war ich tot. Ich gehe mal zu A, Maddie. Ja. Die Karten, man müsste die Karten vielleicht auch kennen, dann wäre es, glaube ich, ein ganzes Stück einfacher, ne? Mhm. Oh, was machen der da für ein Grundstückchen? Boah! Nein, ich bin so blöd! Okay, ich sehe gerade deine Sicht. Willst du nach A gehen mal? Da war nichts, bis auf die Mine, ne? Maddie? Da hört sich aber nicht nach nichts an hier. Da schießt die... Oh ja, ich hör's. Au! Alter! Ja, ich hab ihn auch noch gekillt. Nee, hab ich gar nicht. Der ist aber umgefallen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie das mit der Ausrüstung, die wir da gerade haben, funktionieren soll. Wir haben ja nur so ein EMP-Düppel und das war's. Okay, haben wir nichts, um zu betäuben oder was? Ich kann auch gerade nicht. Wow! Alter, bin ich da eben runtergehechtet, du. Hm. Ich sehe auch nicht, ob hier Granaten sind. Ja. Ich habe eben noch sagen wollen, ich sehe nicht, ob hier Minen liegen oder sowas, und dann werde ich von einer getroffen. Ich verstehe jetzt gerade wirklich nicht, warum ich nicht die Ausrüstung benutzen kann, die wir vorher da konfiguriert haben. Ich auch nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, was das soll. Kann ich die nicht irgendwie wechseln mit... Oh, hi. Das sind ja beide Sticke, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Okay. Das heißt, wir müssen die schon irgendwie im Nahkampf kriegen. Die werden uns so fletschen. So richtig fletschen werden die uns. Nee, ich glaube, das ist nur eine EMP-Granate, was wir da haben, ne? Mhm. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir Sonne. Gib mir Wärme, gib mir Licht. Komm mit. Ah, da schießt einer auf dich. Maddie. Hast du ihn? Jawoll. Oh, Maddie. Da ist der zweite noch irgendwo. Ich bin hier hinter der Kiste, pass auf. Ich schütze dich dann irgendwie. Ich sehe den, ich sehe den. Was ist er denn? Kommt hier gerade rein. Ich schmeiß mal eine Blend rüber. Scheiße, wieso? Oh. Wieso? Da hab ich mich selbst geblendet. Die Hälfte habt ihr geschafft. Weiter. Ist ja zur Hälfte. Geht das nicht ein bisschen fixer hier? Hol ihn dir, er kommt rüber. Er kommt rum, er kommt rum. Ah. Woher wusste der, wo ich bin? Maddie, das ist doch scheiße. Zurücksetzen in 10. Ja, toll, moin. Kommst du da noch hin in der Zeit? Ich weiß es nicht. Ich muss es ja nochmal komplett hacken, ne? Nee, nee, wenn du hinkommst, glaube ich nicht. Oder? Ja, genau! Da alle ist er! Alle Terminals aktiv, sie können jetzt gehackt werden. Oh, toll. Scheitert sogar, richtig gescheitert einfach mal. Ich finde es auch dumm, man sieht nichts. Oh. Okay. Das habe ich gerade noch gesehen. Mit Steuerung kannst du irgendwie noch so eine Blend schmeißen. Oder? Ah! Ja, genau! Der kommt direkt da raus!
Ich habe das Gefühl, dass der weiß, wo wir sind. Ja. Der hat irgendwie ein Tool oder so, was wir nicht haben. Keine Ahnung. Dieser dumme Otak? OTK halt. Jawohl, Melly. Ja, der Natori ist ja kein Problem. Terminals aktiv. Holt euch die Daten. Melly, der Schlechter. Der Brecher. So. Oh. Ja, genau. Ich war schon längst hinterm Regal und der trifft mich noch. Das musst du mal sehen bei mir. Das war irgendwie total laggy und der hätte mich eigentlich gar nicht mehr treffen dürfen. Glaube ich. Also, das war nicht möglich. Die laggen sich da echt ein zurecht. Nicht. Ja. Ja, ja, ihr meckert nur rum, dass die laggen, aber spielen könnt ihr nicht. Könnt ihr nicht. Mach aus, mach aus, mach aus. Hört auf zu spielen, ihr seid zu scheiße. Du sollst das Spiel ausmachen, nicht die Tools. Ich mag dich nicht. So. Hä? Dann macht das kurz Bumm und der Medi ist weg. Oh, was? Du bist außerhalb der Zone? Ja, moin. Jetzt bin ich in der Zone. Medi, ich hab Angst. Ich auch. Ah! Irgendwas hat er Peng gemacht. Aber das ist ja nur eine Schutzreaktion. Was machen Sie denn? Ja, ich verkaufe hauptberuflich Knicklichter. An Sam. Maddie, red nicht so viel, der haut mich jetzt gleich. Ja, macht er auch. Ja, ist so ein ja genau. Das ist eure Schuld, Jungs. Das ist eure Schuld, Jungs. Und weg ist er. Jawohl, so. Maddie, halt die Stellung. Komm, komm, komm. Noch 60% knapp. Schaffst du das? Terminal C wird jetzt gehackt. Yes. Können wir das schaffen? Ich komm zu dir. Wenn ich so einen dämlichen Sonarzeug hätte, ne, dann wäre ja hier ganz anders. Okay, da kommt wieder einer. Haltet die Verbindung noch etwas. Die Hälfte oh, ich sehe, er schießt auf mich. Oh. Was war das denn? Was war das? Er hat mich einfach mit seiner Schulter umgebracht. Boom. Wie Wario. Das können wir vergessen, Bruder. Nein. Nein. Oh, die dumme Sau. Ich hing da so schön oben. Ungeschützte Terminals im Einsatz. Ja, das ist auch so Blindspielen einfach mal richtig schlecht. Also wir sind da nicht geeignet für, glaube ich. Wir müssten uns erstmal ein paar Runden einspielen und dann... Holen dir, Maddy. Auf einmal steht er da und haut mich um. Ja, klar. Das ist ja ein Dicker, da hast du keine Chance gegen. Ja, ich hab's gemerkt. Also da musst du schon richtig hämmern, dass du da was triffst. Oh, und jetzt sehe ich wieder nichts. Aber so die Licht- und Schatteneffekte gefallen mir ja außerordentlich. Ja, sieht schön aus, aber... Aber diese Scheiße. Ja. Ich hab das. Ah, hier eine Taschenlampe. Wo ist die Taschenlampe? Die müssen einfach nur mal ganz kurz ihr Gewehr so ein bisschen ins Licht halten und man ist tot. Ja, so in der Art, ne? Und wir mussten wirklich drei Magazine auf die wegrotzen, bevor die überhaupt mal sich überlegt haben, ob die in die Knie gehen wollen. Na. Komm, das schaffen wir noch. Kommst du her? Hab, bin. Hast, bin, hab. Oh oh. Oh, wie man das so laut stapfen hört, ne, wenn die Daten laufen. Sind zu 50% entschlüsselt. Ah! Shit. Es wurde auf einmal hell und dann war ich tot. Nein. Sie haben den Hack gestört. Hack unterbrochen? Das ist eure Schuld, Jungs? Ja. Ach, die gewinnen. Die machen uns sowas von nass 2-0, weißt du? Ja. Es ist aber auch dreckig. Also mal ganz ehrlich, wenn man keine Ausrüstung wechseln kann, wir sind ja totale Noobs, ne? Wir wissen ja nicht, wie das... Was? Man kann nur noch diese A hacken? Sind aktiv. Wir können sie jetzt hacken. Ja, moin. Ah. Hab ihn abgeschletzt, du. Der OTK, der doch an. 30 Sekunden. An. Oh! Was für Säcke. Maddie, ich glaube, wir belassen es bei dem einen Video. Das hat eh richtig Überlänge, ja, glaube ich. Ja, Leute, lassen wir einfach. Spielt selbst, wenn es euch Spaß macht. Ich finde es zwar ganz lustig, aber auf Dauer wird mich das, glaube ich, nicht so motivieren. Eher mit so Leuten, die man kennt, weißt du? Noch 10 Sekunden. Ja.
Also, und dann auch mit der Ausrüstung, die man sich selber vorher gekauft hat. Das ist ja, als wenn du dir, weiß ich, du gehst dann in Aldi, kaufst dir dann so ein Brot und dann darfst du es noch nicht mehr essen. Ja, schütze ich mal auf. So, den einen habe ich mir noch geholt. Ich meine, wir beide kennen uns ja, ich werde auch meinen ersten Sohn nach dir benennen, also Matt Baron. Aber das ist ja ein Unterschied, weißt du, ob man sich selber kennt oder die Gegner kennt. Und so macht mir das ehrlich gesagt nicht so viel Freude. Utica hat zwei Ränge gemacht wegen uns. So ein Schwein. Gucken wir noch die Ergebnisse nach Aktion Bericht. Oh, du bist ein Lappen. Niederlage plus 60. Ziele 900. Ihr habt keine Ziele erfüllt, ihr kriegt Trost XP. befördert, ich bin jetzt ein Private. Privat. Weißt du, was ich voll gut fand? Das hat jetzt zwar nichts hiermit zu tun, aber das erinnert mich gerade daran. WoW kennt man ja, ne? Da gab es ja früher die Armee-Ränge im Klassik. Da gab es ja auch Private zum Beispiel. Da kannte ich wirklich einen auf einem englischen Server, der hieß Private Parts. Also sein Name war Parts und Private sein Titel. Und die Gilde war Taste Good in Your Mouth. Oh. Das war sogar auf WoW Bash das Bild. Das war so ein Nachtelf. Fand ich total lustig. Oh. Private Parts Taste Good in Your Mouth. Fand ich sehr schön. Ich glaube, damit können wir es jetzt belassen mit Splinter Cell. Belasten. Oder wieso? Nein, geh da raus. Was? Es geht gleich weiter. Leute, ich beende meinen Part, ich mache jetzt zu. Ja, ich auch. Also tschüss. Splinter Cell ist damit zu Ende. Lass uns noch ein bisschen Liebe da, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play von uns beiden. Da kommt was Schönes. Bis dann. Ja.